Der ehemalige belgische Kriegsgefangene, Roger Cotin, beschreibt in seiner Biografie sehr genau und eindrucksvoll seine Erlebnisse im Kriegsgefangenenlager Sandbosten. Er beschreibt zum Beispiel auch, wie Russen, Polen und viele andere Völker behandelt wurden. Es ist ein Appell für Respekt gegenüber den Menschenrechten und eine Erinnerung an das Grundprinzip der Gleichheit aller Menschen. Er sieht den Schluss. Dabei bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass für die anderen auch ich ein Fremder war. Auch in der belgischen Botschaft gedenken wir die Opfer von Sandbosten. Und unsere Gedenken sind bei der Familien und Angehörigen. Wir müssen weiter gegen Hass und Hetze kämpfen, Menschenrechten verteidigen und dürfen die schrecklichen Folgen der Diktatur nie vergessen.